Und damit herzlich willkommen zurück zu Ken Lynch Part 7. Ken Lynch 1, Dog Tags. Nein, Dog Days. Ach, weiß ich nicht, wie er heißt. Wir starten jetzt hier Freedom Fighters. Der Grund, dass wir hier sind, ist, dass wir jetzt keine Cutscene haben. Ich halte mir die Schnauze und wir sehen uns gleich wieder. The Seven ist jetzt fällig. Sie sind in Havanna. Aber ist dort nicht Bürgerkrieg? Der Sturz von Regierungen ist ihre Spezialität. Das ist ihr Job. Nach Havanna gehen sie in den Ruhestand. Warum sollten sie sich zur Ruhe setzen? Das tut jeder. Sieh uns doch an. Wir werden langsam zu alt für diesen Job. Ich nicht. Schön, du nicht. Aber The Seven sehr wohl. Und sie brauchen einen Ort, an dem sie untertauchen können. Meine Frau wollte immer mal nach Havanna. Sie meint, es wäre hübsch dort. Ist es nicht. Glaub mir. Oh Scheiße, meine Ohren bluten. Ich halte das nicht länger aus. Auf die Beine mit dir. Wir gehen jetzt rein. Oh Junge. Quatsch. Hauptsache, wir kriegen das Heaven. Stoße zu deinen Leuten. Ja, ich stoß gleich mal. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, welche unsere Gegner sind. Ich glaube, hier sind alle unsere Gegner im Endeffekt. Let's go! Ehrlich gesagt, gar keine Ahnung, wo wir hin müssen. Das Spiel hier kenne ich ja alles gar nicht. Das sind unsere Leute? Ja. Wir sind gleich da. Die Verstärkung wartet auf uns, auf der anderen Seite der Kirche. Kane, wir brauchen eine Pause. Tja, aber nicht jetzt. Ich schwöre, heute ist es Seth dran und du kriegst deine Belohnung. Lol. Let's go, Jungs. Ferper, er hat recht. Wenn wir bleiben, gehen wir drauf. Was müssen wir machen? Stoße zu deinen Leuten. Achso, immer noch. Okay. Okay, ich glaube, hier sind alle gegen uns. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, hier sind alle gegen uns. Wie ich das richtig sehe. Wenn ich das richtig sehe, sind hier wirklich alle gegen uns, ey. Das wird natürlich hartes Gemetzel. Kurz Leben regenerieren. Aua! Oh, Mörser. Fuck. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir hier tun müssen. Netter Soundglitch. Keiner holt mich, cool. Also er wollte, aber er ist dann auch kapiert. Sind wir neu starten. Ja, ist... Scheiße, meine Ohren bluten. Ich halte das nicht länger aus. Lynch, du kleine Nutte. Komm mit. Wir gehen jetzt rein. Eben war er noch der Meinung, dass Havanna ganz nett ist eigentlich, ne? Ja, ja. Du bringst uns doch alle um, du Idiot. Ist mir scheißegal. Hauptsache, wir kriegen das Heaven. Ich könnte von hier oben natürlich erstmal aufräumen. Ich weiß nur nicht, ob das Sinn macht. Den da. Wieso stehe ich auf einmal in der Wand? In der Wand wollte ich nie stehen. Ich glaube, der ist tot. Hier rüber. Alles schieß klar. Auf mein Ziel. Schön genau ist diese Waffe auf jeden Fall. Gut zugegebenermaßen, das ist eine fucking MP. Komm hier, Feuerschutz. Ich komme. Drüben. Holen wir sie uns. Scheiße, ich versuch's ja. Zugegebenermaßen ist halt eine MP, keine. Okay. Kein Karabiner oder sowas. Oder halt ein. Auf der anderen Seite der Kirche. Keine AR oder so. Also keine Waffe, die auf große Distanzen ausgelegt ist. Wobei das jetzt keine großen Distanzen waren. Ja, komm, halt die Fresse. Ach, ich kann sogar wegklicken. Ich habe ein bisschen Kane angeschossen. Oder Lynch. Ich bringe die beiden immer durcheinander, tut mir leid. Freddy hat im letzten Part auch schon mal kommentiert, dass ich die beiden immer durcheinander bringe. So, nee, gib mir mal die Waffe hier bitte.
Weil ich hoffe, die ist ein bisschen genauer auf Distanzen. Oh, einer unserer Leute ist gerade krepiert. Quatsch nicht, Junge, du wirst nicht dagelassen. Oh, die Leute können sterben? Nein. Dann stehen wir wieder auf, Junge. Auf hier rumzuliegen, wie so ein faules Stück, das du auch bist. Ja, gib mal. Achso, ich... Oh, fuck you. Go fuck yourself, Nigga. Da ist einer von uns. Das Lynch. Junge, Junge, Junge. Fast gestorben, ey. Ich werfe eine. Karate! Bist du blind? Bisschen, ich habe schon wieder vergessen, dass man gedrückt halten muss. Junge, willst du mich verarschen? Let's go, Jungs! Alles gut, ich hab doch hier. Erst ein paar angeschossen hier. Zerstören. Gut, hier liegt ein Raketenwerfer, den werden wir hoffentlich nicht brauchen. Scheiße! Klingt wie ein BTA! Ich hasse das! Die sitzen fest, wir müssen sie rausholen. Okay, wir brauchen vielleicht doch einen. Jungs, gib mir nochmal einen. Er fliegt einfach durch die Vase durch. Ist er im Arsch? Oder ist er nicht im Arsch? Ich schieße vorsichtig noch einen drauf. Ich glaube, der ist im Arsch. So. Ich glaube, wir sind schon fast da. Ja, mei, ne? Wie spät haben wir es? Also, wie lange haben wir jetzt schon? Wir haben schon 7 Minuten. Oder 8 fast. Video wird heute ein bisschen später kommen, fürchte ich. Oh, ich habe... Es ging leider nicht schneller. Da oben welche von unten erschossen, glaube ich. Also los! Bruder! Pff. Auf einmal kommen 40 Mann hier raus! Drücke vor, okay. Bleib bei mir. Los geht's! Alles klar! Erstmal alle auf Follow gestellt. Find's schade, dass man nicht alle gleichzeitig befehligt. Au, 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 au. Junge, Junge, Junge. Let's go. Ich denke... Wovor denn? Weg mit dem. Da kommt ein Helikopter. Den habe ich zu spät gehört. Das hole ich mal kurz. Danke. Da ist der scheiß Heli, ich würde ihn gerne abknallen. Nee. Scheiße, ich bin getroffen. Das Schwein hat mich erwischt. Nee, ich wollte doch... das war nicht ganz getroffen, schade. Scheiße, ich bin getroffen. Ich hab ihn. Jetzt oder nie? Da ist noch einer. Ich weiß nicht mehr, ob geplant ist, dass ich das Ding überhaupt runterschieße. Kommt der überhaupt wieder? Ich habe gerade nicht so das Gefühl, deshalb
jage ich den mal in die Luft. Jetzt kommt er natürlich sofort wieder. Sehr cool. Ich warte 20 Minuten länger, kommt nicht wieder. Überdosis oder geht's noch? Ja, sieht gut aus. Ach, ich überlebe es tatsächlich noch. Cool. Ich hätte gerne so eine AK hier. Ja, gib mir eine AK! Den wollte ich nicht haben. Jetzt gib mir doch diese scheiß AK, Alter. Ich wollte jetzt gerade keine Minigun haben. Hätte ich mich gerade. Also ein MG. Ein LMG wollte ich gerade nicht haben. Hätte ich mich gerade aufsammeln können. Oh, Junge, ey. Ich glaube, den soll man einfach nur ausweichen, dass man. Dass die einen gar nicht treffen. Ja, weiter, Jungs, weiter. Das ist meiner. Oh, Junge, dieser Helikopter nervt schon hart, ey. Da geht's zu El Capitol. Junge, der Helikopter nervt mich maßlos, ey. Weil der Helikopter halt auch maßlos viel Schaden macht, ne? Ich meine, ist ja irgendwo auch logisch. Der wird ein gutes, dickes Geschütz dran haben. Wir müssen dahin, okay. Gut, dass der nicht so richtig getroffen hat. Oh, Junge, ich wollte gerade weg. Ich konnte gerade nicht weiter nach hinten gehen, weil der Typ mir im Weg stand leider. Aber er holt mich hoffentlich. Und ich krieg keine Überdosis. Oh, nochmal geschafft. Nice. Ich werde gleich, glaube ich, nochmal eine Granate nach dahin. Das war nicht so gut. Okay, die sind alle gerade nur noch auf den konzentriert. Let's go, Jungs. Ich komme. Los, Beeilung. Komme. Es war aber nett, dass er mir die Munition in der Hand gedrückt hat, Alter. Jong, geht zu jetzt hier. Ich hab lang genug auf dich gehört. Du bist eindeutig zu weit gegangen. Alle beide. Und schwingt eure Ärsche da rein. Support. Junge, was. Ich muss da einfach nur reingehen. Okay, das Auto sah so aus, als ob ich hier rüberklettern müsste irgendwo. Okay, hört mir zu. Lynch und ich versuchen aufs Dach zu kommen und es von da zu regeln. Alle anderen sind tot. Das klingt doch schon viel besser. Macht zur Abwechslung auch mal die Drecksarbeit. Der Rest von euch trommelt möglichst viele Männer zusammen. Wenn ich das Zeichen gebe, greift ihr an. Hört sich entspannt an auf jeden Fall. Du bringst sie alle um, das weißt du. Ist mir scheißegal. Wenn sie sterben, dann sterben sie eben. Mich interessiert nur meine Tochter. Weißt du, du herzloses Arschloch. Langsam glaube ich, dass du The Seven in Venezuela verrecken lassen wolltest. Komm einfach mit, Lynch. Als ob er eine Wahl hat. Okay, du gehst voraus, verdammter Klugscheißer. Keine Sorge, Lynch, das werde ich. Meint ihr, die sehen mich? Das sind sie. Los geht's. Alles klar. Das sind rote Fässer, ne? Der müsste tot sein, oder?
Assi. Der ist sogar wirklich nicht überlebt. Nice. Ich habe auf einmal wieder ein G3, ist das, glaube ich. Wir waren aufs Dach, das habe ich mir gemerkt. Deshalb ab nach oben. Ich glaube, er kriegt schon wieder Anfälle. Ich glaube, der Junge kriegt schon wieder Anfälle. Ich komme. Ja, los. Let's go, Junge. Alter, das wirkt also das hat mich jetzt gerade komplett an Rainbow Six Vegas erinnert. Genau zielen. Ist hier ein Helikopter oder was ist hier los? Da ist noch einer, okay. Alles halb so schlimm, Riffic. Das sind nur ein paar BTAs, mehr nicht. Dann mach sie weg. Sind hier unten soweit. Haben eine Menge guter Männer. Sieht gut aus. Junge, hier oben liegt aber viel Munition für so zwei BTRs. Okay. Wir haben es geschafft. Riffic, wir haben sie. Seid ihr bereit? Klar. Und wie? Das ist ein Granatwerfer, oder? Wow, was zur Hölle war das? Bleibt, wo ihr seid, Riffic. Ich frage mich jetzt aber auch gerade, was das war. Ja, Maya Lynch. Mensch, ihr werdet es nicht glauben. Zepa hat einen Panzer in einem Mangel. Hol dir einfach den Helikopter runter. Ja, das würde ich gerne. Jo, das Ding ist einfach da durchgeflogen, genau. Scheiß okay, das ist einfach durch den Helikopter durchgeflogen, genau. Das machen wir aber diesen Part noch, würde ich sagen. Ich versuche mal den Granatwerfer vielleicht. Ja, los, komm, steh auf, Kane. Ja, ja, gib mir erstmal den scheiß Granatenwerfer hier. Wenn der überhaupt gegen das Ding funktioniert. Weil scheinbar. Sonst nehme ich hier so ein MG. Scheinbar funktionieren die ja nicht alle gegen den Heli. Na los, komm her. Die hat schon mal getroffen. Die hat auch getroffen. Die hat auch getroffen. Die hat auch getroffen. Der hat auch getroffen? Kann ich jetzt? Okay, jetzt habe ich aber eine Überdosis. Das ist gut. Das ist blöd gelaufen, würde ich sagen. Szene neu starten. Ich weiß nicht ganz genau, mit was ich auf den Scheiß, Ding ins Schießen soll, weil Raketen haben eben nicht so gut funktioniert. Junge! Also A schießen die Dinger die Hälfte der Zeit ungefähr durch die Mauern. Das gerade eben war aber fein. Da hat Kane sich einfach gedacht, ich lasse meinen Kopf mal über der Mauer. Los, steh auf, halt die Fresse, alter Mann. Schöner Soundbug. Wir nehmen erstmal hier den Granatwerfer wieder. Und wie? Komm ich hier in das Geschütz? Ich find's gut, dass sie alle erst im Nachhinein umkippen. Entweder was Gas oder einfach nur schlechtes Spieldesign. Also, ja, ist ja. Junge, Junge, Junge. So, und jetzt kommt er wieder und bleibt, glaube ich, vor uns stehen. Und dann versuche ich mal mit Raketenwerfern drauf zu ballern. Ich habe ja noch ein paar. Jetzt müsste er gleich von da kommen und hier so vorfliegen. Okay, Achtung, da kommt
Nee. Fliegt er jetzt wieder weg? Ja, tut er. Ah. Ich dachte eben, wäre er beim zweiten Mal hier stehen geblieben. Muss auch nicht so programmiert sein, dass es so ist, ne? Aber ich weiß nicht genau, wie der Helikopter funktioniert, ob man den... Mach! Hallo! Junge! Ich kann mit 1 und 2 ja nicht über die Waffen wechseln. Ich will immer über die Waffen, also ich will über 1 und 2 Waffen wechseln. Fuck! Wird ein bisschen überzogen, der Part hier. Weil ich zu dumm bin gerade. Junge, wie wirft der auch Granaten, ey? Wirft doch echt dumme Granaten, möchte ich mal kurz bemerken. Sieht gut aus. Wir haben es geschafft. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall gesehen, dass es so ist, wie ich gesagt habe. Und wie? Ja, los, mach mal. Er schießt halt eine Granate da hinten irgendwo hin, ne? Bleibt, wo ihr seid, Riffik! Scheiße. Jetzt kommt das Ding zu uns und schießt hier ein paar Raketen rein. Jetzt kommt er gleich einmal von da und schießt ein paar Raketen. Ihr werdet es nicht glauben! Zepa hat einen Panzer in einem Mangel! Holt ihr einfach den Helikopter runter! Würde ich gern, glaub mal, Junge. So, dann kommt der einmal von da geflogen und macht gar nichts. So, und ich will mal E oder 1, 2 und so drücken, das funktioniert hier ja nicht. Okay, Achtung, da kommt er wieder. Sehr schön, jetzt müsste er hier stehen bleiben, die nächste Runde vor uns. Und verwundbar sein, vor allem verwundbar sein halt, das ist halt wichtig. Müsste auch mit der Minigun quasi einfach schießen. Ja genau, jetzt schießt er mit der Minigun. Okay, die war unnütz. Ich gebe euch Deckung, keine Sorge. Der hat gerade... ja, möchte ich gerne, danke. Ach, jetzt sagt er sogar, wir seilen uns ab, Alter. Er hat doch Höhenangst. Ja, fahr da rein! Scheiße, ich bin getroffen. Aua, er fährt das mit... Junge, er fährt erstmal über ihn drüber. Was ist jetzt gerade der Plan? Also ja klar, wir sollen da rein. Aber warum fährt denn der mit seinem Panzer da nicht einfach rein? Oh, scheiße, da. Das ist Auto explodiert. Aber ich habe auch nur gesagt, ich mache bis da eben gerade. Wir sind beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, hau da rein und... Moment. Steh auf. Tschüss. Schnell beenden jetzt hier.